Hallöchen, wir sind mal wieder da mit einer Runde Tabletop Simulator. Heute spielen wir mit Mysterium und deswegen ist dabei die Demeter. Hallöchen. Der Fjalk. Hallo, ich verstehe den Zusammenhang nicht. Das ist kein Problem. Und der Stormy war so nett, heute die Aufnahme zu übernehmen. Hallölö. Und der Sinn wird sich gleich ergeben. Wir spielen hier ein kooperatives Spiel, sprich es werden alle gewinnen oder alle verlieren. Wir spielen also nicht gegeneinander. Die schlechte Nachricht ist, ich bin ermordet worden und bin ein Geist. Ach, hier ist sowas. Die gute Nachricht ist, ihr seid alle übersinnlich begabt und könnt hoffentlich mit Geistern kommunizieren. Und deswegen werden jetzt der Geist und ihr drei versuchen, diesen Mordfall zu klären. Das wird so passieren, dass ich hier hinter meinem verdeckten Tisch, den ihr nicht sehen könnt, schon ein paar Sachen vorbereitet habe und Visionskarten habe. Das sind Bilder, die ich euch geben werde. Und während des Spiels müsst ihr als erstes rausfinden, der Geist ist verwirrt durch den Mord und weiß nicht genau, wen er ermordet hat. Und deswegen wird er von jedem von euch eine andere Geschichte erzählen. Jeder von euch hat einen Tatverdächtigen zugewiesen bekommen. Das sind hier die 5 Herrschaften. Okay. Sprich, 3 sind auch wirklich von euch belegt worden. 2 haben nichts damit zu tun. Dann haben wir hier 5 Tatorte und wir haben 5 Tatwaffen. Wenn ihr während einer Runde, fangt also mit dem Tatverdächtigen an, sagen wir mal, Demeter würde richtig tippen, dann rückt sie hierhin vor, dann muss sie danach den Tatort rausfinden, dann hierhin und dann noch die Tatwaffe und dann ist sie am Ziel. Sollten nicht alle Spieler innerhalb von 8 Runden hier oben angekommen sein, haben wir bereits alle verloren. Dann würde nämlich noch das Finale danach kommen. Insgesamt haben wir dafür 8 Runden Zeit. Sprich, ihr könnt auch ein paar Mal ruhig falsch liegen bei euren Vermutungen. Allerdings, je eher hier oben ankommt, bekommt ihr Bonuspunkte. Deswegen habt ihr in euren Farben hier so einen kleinen Marker, der vorwärts geht. Und es gibt so Zwischenschritte auf 5 und 7, die sind gut. Wäre gut, wenn man sie erreicht, muss man aber nicht. So, letztendlich ist es aber noch, es gibt halt zum Beispiel, würdet ihr in der Runde 5 ankommen, würdet ihr 3 Zusatzpunkte bekommen. Jetzt überlegt ihr euch, wie soll ich denn auf 5 und 7 kommen? Und das ist ganz einfach. Es ist kooperativ, sprich, ich werde offen Visionen hinlegen und ihr könnt alle dort reinschauen und euch gegenseitig helfen, um rauszufinden, was will der Geist mir sagen. Es kann ein Gegenstand auf dem Bild sein, es kann, das da drin wirst du nicht brauchen. Hast du da noch welche drin? Die bitte wegschmeißen, das habe ich vergessen. Delete ich mal. So, das auch. Wie gesagt, ihr könnt drüber diskutieren und helfen, aber sollte dann zum Beispiel der Stormy sagen, ich denke, ich bin der Polizist. Dann könnte zum Beispiel Demeter sagen, yo, das finde ich auch. Dann würde sie hier so einen Marker von sich mit so einem grünen Haken daneben legen. Kann man einfach mal so zum Demonstrieren hinmachen. Und der Fjall könnte aber vielleicht sagen, nee, ich bin mir sehr sicher, dass er der Rennfahrer ist. Dann würde er hier so ein X hinlegen. Mit seiner Farbe. Sollte dann letztendlich der Stormy rausbekommen, dass sein Tipp richtig war, dann rückt er hierhin vor. Demeter würde einen Zusatzpunkt bekommen und Fjalk würde keinen Punkt bekommen. Das ist falsch, dann bleibt der weiße Typ hier hinten. Fjalk bekommt einen Zusatzpunkt und Demeter bekommt keinen Extrapunkt. Und so könnt ihr halt Extrapunkte bekommen. Diese 4 Token, die ihr habt, die werden nach der Runde 4, bekommt ihr sie zurück. Und könnt sie nochmal einsetzen. Sprich, ihr könnt maximal weitere 8 Punkte durch eure Tipps bekommen. Und es ist auch auf jeden Fall zu empfehlen, die bis zur Runde 4 auszugeben. Selbst wenn ihr dann denkt, ja, ich bin nicht sicher, aber bevor ihr sie gar nicht nutzt, nutzt sie ruhig. Das ist, was ich euch als geben kann. Und das Finale erkläre ich später noch. Und letztendlich helft euch. Es ist nicht wichtig, dass ihr die meisten Punkte habt. Ihr wollt alle so viele Punkte wie möglich haben, damit wir am Ende gewinnen können. Ich habe euch schon Sachen zugewiesen und ich werde zu jeder Zeit 7 Visionskarten auf meiner Hand haben. Die werde ich gleich ziehen. Und wenn ich kann euch beliebig viele geben, 1, 2, 3, was ich denke, was euch hilft und kann dann immer wieder direkt nachziehen und neue bekommen. Und ich werde jetzt mal meine ersten 7 Karten ziehen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr in der Zeit euch schon mal, falls es noch nicht abgeklärt war, überlegen, was sind das für Berufe, was sind das für Taträume, Tatwaffen, damit ihr euch da einig seid,
was das ist. Das kann eventuell hilfreich sein. Und in der Zeit schaue ich mal in meine ersten Visionen hier rein. Okay, das ganz links ist eindeutig ein Polizist, Mitte Ja, Nonne, rechts Nonne. würde ich Postbote Postma sagen. Postbote. Unten, das sind Musiker Musikinstrumente und und das da ist ein Rennfahrer. Rennfahrer, ja. Und hier oben Bibliothek, Kinderzimmer, Jägerzimmer, Jagdzimmer, Esszimmer Esszimmer. und ja, Terrasse. Der Einfachheit halber. Ja, gut, und die Mordinstrumente erklären sich irgendwie alle von selber. Ja, Vase, Bügeleisen, Pfanne, Hammer, Kerzenständer. Genau. Wer noch nicht gesagt hatte, eigentlich der Geist würde das ganze Spiel über stumm sein. Allerdings, da ich erkläre, werde ich natürlich zwischendurch reden, werde allerdings ganz klar unterscheiden zwischen Shadowrunner, der das Spiel erklärt, und dem Geist, der absolut nichts sagt. Verstellst du deine Stimme? Oder Nein, wie machst du das? das nö, ich werde Okay. einfach reden, aber ich werde halt, der Geist würde theoretisch nur klopfen zwischendurch und sonst gar nichts sagen. Aha, okay. Also immer wenn du redest, bist du dann der Spielleiter. Genau. Also. Gut. Das sind zwei Visionen für dich. Ihr könnt euch die zusammen anschauen und überlegen, ob euch das was bringt. Fliegende Kerzen auf einer Treppe, wo eine Bärenfalle Treppe mit liegt. einer Bärenfalle, ja. Und ein Um. Brunnen im Garten. Ja, Auch mit irgendwelche Fallen. Fallen, Käfige, keine Ahnung. Vielleicht von der Hecke her, vielleicht ein Eingang zu einem Labyrinth oder so. Heckenlabyrinth. So könnte ich mir vorstellen. Vielleicht ist aber auch einfach nur ein Vielleicht ist es eingehackter auch Brunnen. einfach nur ein, ja, ein Eingang zu dem Genau. Springbrunnen. Naja. Das ist jetzt Okay. also nur für Tatverdächtiger. Und wichtig, das sage ich nochmal zu. Das Schlimme ist, ihr wisst halt nicht, was ich mache. Es kann ein Gegenstand sein, es kann irgendwas Farbiges sein, es kann die Form sein, es kann Material sein, es kann einfach was Thematisches sein. Das Problem ist, ihr wisst es nicht. Muss ich aber als erstes, muss ich sozusagen das mit Tatverdächtigen Ganz dann genau, jetzt das ist machen. jetzt Ja, auf jeden Fall okay. bezieht sich das auf den Tatverdächtigen. Ich kann übrigens während des gesamten Spiels dreimal Karten weglegen und neu ziehen. Wenn das passiert, könnt ihr daran sehen, dass ich Probleme habe. Okay. Okay. Was sagt uns das? Würde sagen, dass das weist auf den Polizisten hin. Meinst du? Warum? Ja, Sachen, Leute, wie noch immer, fangen mit Fallen. Und auch der Angler, finde ich, ist irgendwie, weiß nicht, Okay. weist irgendwie in die Richtung, find ich, weist irgendwie in die Richtung. Auch die Kerzen, Sachen aufdecken, Licht ins Dunkel bringen. Das ist eigentlich eine gute Idee, ja. Oder es hat vielleicht irgendwas. So, weil wegen schwebende Kerzen vielleicht was Übernatürliches an sich und die Nonne ist vielleicht nicht so ganz koscher. Das war halt auch mein erster Gedanke, aber nur wegen den Kerzen. Ja. Wenn man alles zusammennimmt und dann glaube ich, ist der Polizist Polizist vielleicht wahrscheinlich, doch ja. wahrscheinlicher. Also mit einem Rennfahrer kann ich da irgendwie überhaupt nichts anfangen. Ja, ich auch nicht. Mit einem Musiker. Auch nicht. Ich würde nicht sehen, was da für eine Verbindung ist. Postmann. Ja, Puh. keine Ahnung. Wenn es kein Comic-Postmann ist, der schon mal in eine Bärenfalle gedappt ist, dann wohl eher kaum. Also ansonsten. Also ich würde auch sagen, am ehesten wahrscheinlich Polizist, vielleicht Nonne, aber eher Polizist. Okay, das heißt, jetzt muss ich dann einfach meine Figur da draufstellen? Ganz genau, du stellst deine Figur drauf und die anderen müssen allerdings nicht, können Marker dazulegen. Ich leg Mal mal das meinen einfach mal. dazu. Und Fjalk hat übrigens schon zwei Karten von mir bekommen und der Stormy auch. Eine. Okay. Okay. Was ist denn die? Ach, die zweite Karte Sonden. Okay. Und das ist es auch mit den Visionen für diese Runde. Stormy hat leider nur eine bekommen. Okay. Jack, was machst du da? Such die irgendwie
Lass sie doch bei dir vorne liegen. Wir können doch alle mit der Kamera dahin. Richtig. Ja, wahrscheinlich will er es näher daneben haben, um besser vergleichen zu können. Aber... angeschossene Kissen. Mit Pfeilen angeschossene Kissen. Mit Zielscheiben. Ja, mit vielleicht Reifenprofilen, ganz komischen. Oh, ja. Und irgendwelchen was, Fäden oder Seile oder Fleischstränge. Ich weiß es nicht. Also ist das hier, soll das hier eine Schraube sein? Dominant, finde ich, sind auf beiden irgendwie die kreisförmigen Sachen. Sachen. Hier ist es auch wieder da. Ich meine, der Rennfahrer hat halt diese kreisförmige Medaille, weiß ich, ne? Ist da irgendein Wesen auf der anderen Karte da im Hintergrund im Dunkeln oder sieht das nur so aus? Das helle oder? Ja, hier, in, wo meine Hand gerade drüber ist, ist da irgendein Gesicht oder sieht das nur so aus? Soll das nur so naja. Wirken? Ich glaube, das ist irgendwie so ein Maul mit Zähnen. Könnte, also sage ich als Spielleiter, was weiß ich, ein Werwolf sein oder ein Maul oder ein Gesicht. Und das hier wir unten haben einen ist Vollmond. Auch wieder ein Brunnen, würde ich sagen. Oder ein Loch vielleicht sogar im Boden. Kann es nicht genau definieren. Also ich kann nicht erkennen, was das da in der Mitte sein soll, das von diesem, das Weiße da, keine wenn's, Ahnung. Wenn es ein Brunnen ist, hätte ich gesagt eine Fontäne, aber ich weiß nicht, ich bisschen finde es... klein, oder? Ja gut, es gibt ja auch kleine Fontänen, aber ich finde, es sieht eher mehr nach Loch aus, als nach Brunnen. Wenn dieser weiße Streifen hier an der Seite nicht wäre. Mm. Verrückt. Ich weiß nicht, vielleicht soll es auch ein Spiegel sein. Meine Karte verwirrt mich noch mehr als die anderen beiden. Die sieht irgendwie so gar nicht, ja, passend zu den anderen aus. Es sieht ein bisschen aus wie irgendwie, keine Ahnung, Friede, Freude, Eierkuchen, Lebkuchenhaus, so ein bisschen. Hier so ein Kuckuck sein, der aus dem Fenster hier oben rauskommt. Ja, hier sind so ein paar Äpfel. So, hier und da. Ich weiß nicht, aber die Türen erinnern so ein bisschen an Kirchentüren, oder? Ja, vielleicht. Vielleicht auch Schlossmauer oder sowas. Weil wegen roter Teppich, der auf die Tür zuführt. Schwierig zu sagen. Also bei der blauen, also der hellblauen Karte mit diesen roten Streifen drauf, hätte ich noch gesagt, so okay, Rennfahrer, der ins Ziel kommt, wegen den Zielscheiben und den Reifenprofil-Dingern. Mit der dunkelblauen Karte kann ich überhaupt nichts anfangen, irgendwie so wirklich. Und bei meiner Karte hätte ich am ehesten gesagt, Nonne vielleicht. Aber ansonsten... Ja, mit den Kissen, da würde ich aber auch immer noch bei Polizist bleiben. Wegen der Reifenspuren zum Beispiel, also Spuren verfolgen oder finden oder was auch immer. Auch die Zielscheiben. Ja, aber da ist ja zum Beispiel ist hier ja auch so ein Hufeisen, was ja Glück bedeutet oder mit Glück zusammenhängt und das würde eigentlich das, eher zum Rennfahrer passen, oder? Was soll das eigentlich so? Dieses, gehört das zusammen, dieser komische Schwanz und hier ist ein Kopf oder was? Nee, das ist nochmal ein so ein Kissen mit einer Zielscheibe drauf. Ah, okay. Was das ist nochmal ein Tipp vom Spielleiter. Wird auf Karten immer, man kann nie alle Sachen einer Person zuordnen. Sprich, ja. Ihr müsst jetzt nicht eine Person finden, auf die alles trifft. Es gibt halt irgendwelche also, Merkmale, die ich ja. mir halt überlegt hatte. Ich denke, Fjalk ist Rennfahrer und Dormi ist Nonne. Ich habe jetzt nur noch einen Haken. Ich würde jetzt aber zwei Sachen zustimmen wollen. Kannst du machen. Du bekommst halt deine Token nach der vierten Runde wieder. Wenn sie vorher weg sind, dann musst du halt bis dahin warten. Okay. Und man kann nicht auf seine eigene Figur noch zusätzlich tippen. Ach so, man kann nicht auf seine eigene Figur Nein. tippen. Ja, dann sag ich, der Fjalk ist Rennfahrer.
Erstmal. Das ist deine Figur. Du bist weiß. Ja, Fjalk ist gelb. Ach so, ich muss ja seine drauf tun. Entschuldigung. Er muss das tun, wenn er damit zufrieden ist. Ach so. Er sucht aus und die anderen können zustimmen oder ablehnen. Aber der Fjalk entscheidet selber. Okay, Entschuldigung. Jetzt habe ich auch kapiert, dass wir gar nicht alle dieselbe Person suchen. Nein, im Moment habt ihr verschiedene. Erst am Ende im Finale wird es sich dann zuspitzen. Diese komische dunkelblaue Karte gehört auch noch zu meiner. Ja. Aber Stormy, wenn du hier schon mit deinem... Ja, dann würde ich mich schon mal auf die Nonne stellen, weil ich kann mir ehrlich gesagt nichts anderes vorstellen da. Ich wüsste nicht, wie ich das in meinem Kopf mit Polizist, Rennfahrer, Musiker oder Postbote in Verbindung bringen sollte. Ja, ich bleib bei Nonne. Ich hab's mal draufgestellt. Ich mache jetzt was ganz Blödsinniges, aber egal. Ich sag jetzt einfach mal, ich stimme nicht zu. Dann fehlt noch der Fjalk. Finde da nichts, was ich eindeutig irgendwie... Überhaupt irgendjemandem zuordnen kann? Ja, nee, ja. Also... Ne, glaube ich, noch am allerwenigsten. Vielleicht Musiker, vielleicht Postbote. Ganz vielleicht Polizist, aber Nonne glaube ich irgendwie gar nicht. Ja. Ja, also die hellblaue bei mir würde ich jetzt, nachdem ich weiß, dass wir eben nicht alle denselben suchen, dann würde ich doch sagen, okay, Rennfahrer. Wo ich das komische Rot überhaupt nicht einordnen kann, was das sein könnte, aber... Andere Karte. Ich denke, dass das Dominante hier halt tatsächlich die Reifenspuren sind oder das, was aussieht wie Reifenspuren. Und das würde halt echt auf den Rennfahrer tippen, oder? Auch dann mit Scheiben als ins Ziel kommen, Metapher vielleicht. Ja, genau, irgendwie so. Auch ausschlussverfahrenmäßig, weil danke, da war noch ein bisschen zwischen Polizist und Rennfahrer, aber da wir ja wahrscheinlich nicht die gleichen haben. Geht das, Shadow? Nein, ihr habt alle verschiedene. Dann würde ich sagen, dass eher die Karten von Demeter auf den Polizisten deuten als meine, deswegen dann da. Okay. Und wollt ihr noch Marker dazulegen? Ich stimme zu. Ich stimme auch zu. Okay, beim Brettspiel würde der Geist klopfen, allerdings ist das hier mit dem TS so, dass das vielleicht dann nicht rüberkommt. Versuch's deswegen halt mal. Deswegen werde ich jetzt einfach nerd. Okay. Oh. Und die beiden Marker sind für diese Runde raus. Die werden bitte hier oben hingelegt, damit man sie nicht versehentlich nochmal nutzt. So, du bekommst also in der nächsten Runde nochmal einen Tatverdächtigen. Dann haben wir hier den Stormy, der auf die Nonne getippt hat. Bird. Fjalk und Demeter bekommen einen Zusatzpunkt. Weil wie sie gesagt haben, dass es falsch ist. Das wird hier oben. Ach, da an dem Ding. Genau, das heißt... Gelb und links. Und hier den oder? Legen wir auch weg. Nee, Stormy. Ach nee, der ist schon richtig. Ja. Ist schon richtig. Oh, und dann haben wir hier noch den Rennfahrer. Ja. Das heißt, es gibt einen Zusatzpunkt für Weiß und für Lila. Wollt ihr das also vielleicht machen? Da muss ich Lila. Nicht immer ganz hoch. Ich habe für mich selber einen Zusatzpunkt gesetzt. Wo setzt man den? Ich hab Weiß jetzt eins vorgesetzt. Achso, okay. So, das heißt, Lila und Weiß bekommen nochmal Tatverdächtigen und der Fjalk bekommt schon etwas zu seinem Tatort. Okay. Ich bin mal gespannt.
Ich glaube, die zweite Idee von den Karten wäre bei mir tatsächlich die Nonne gewesen. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Ach so, übrigens, die habe ich vergessen zu sagen. Die Karten hier werden jetzt weggenommen und der Fjalk darf sich schon mal den Rennfahrer bei sich hinlegen, bitte. Hatte ich denn vorhin die Karten hingelegt, die mir nicht gefielen? Ist das die einzige Karte, die ich bekomme? Ich überlege noch. Okay. Die lasse ich jetzt mal so hier liegen. Die kommt auch noch dazu. Was zur Hölle? Okay. Bin immer noch bei Nonne. Ja, für dich vielleicht eher. Oder ist da irgendwo ein Bär zu sehen auf den Also Bärenfell vielleicht bei den Bär, Inka? Bär, Bär, Wolf? Ich weiß es nicht. Weil wir wissen ja, dass Polizist falsch ist, also sind es nur noch drei. Vielleicht ist der Postbote oder der Musiker leidenschaftlicher Jäger. Man weiß es nicht. Einer von Also beiden. ich würde vielleicht auf Musiker tippen, weil. Der da so ein Feldingsi hat. Der Ja, Musiker hat nee, ja sowieso ein Feldingsi. das, ja, aber ich glaube, das ist traditionell eher ein Fuchsfell oder sowas. Ja, aber nee, es ging nicht, würde eher sagen, weil das hier so doch schon eher in so fantastische Motive hineingeht. Also eher sowas Nein, ich bin mit jetzt bei Nonne. Fantasie Ich bleib bei und. Nonne. Weil das auf der einen Karte sieht aus wie Kreuze. Dann sind das Tauben, die eigentlich auch eher was mit Reinheit zu tun haben. Der Bär hat ein weißes Herz. Oder sowas. Oder ein Hätte ich Schleiereulengesicht. gesagt. Ich sehe da ein Keine Ahnung. Schleiereulengesicht. Ja, irgendwie finde ich auch, das sieht eher aus wie jemand, der so einen Bärenpelz überall hat. Möglich. Ich versuche jetzt einfach mal miteinander. Ich kann ja Und ihr jetzt habt alle Karten Demeter bekommen. nicht zustimmen, weil ich keine Häkchenbalken mehr habe, ne? Richtig. Du kannst trotzdem natürlich was dazulegen oder du kannst noch warten, ob vielleicht in Runde 3 oder 4 was Sinnvolleres ist, wo du dagegen bist. Na, ich versuche es jetzt einfach mal nicht zuzustimmen. Ich glaube, es ist der Musiker, aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin seltsam, ganz eindeutig. Eine halb versunkene, offene, rote Tür mit einem Hufeisen drauf und einem Das ein Hufeisen? Ich hätte geisterhaften. gedacht, das ist ein Seil. Jetzt hier oben, das sieht Ja. mir eindeutig nach Hufeisen aus. Mit einem geisterhaften, mit einem Säbel vielleicht bewaffneten Typi im Hintergrund und ganz im Hintergrund oben rechts in der Ecke ein Segelschiff mit blutroten Segeln, das im Sturm segelt. Und das ist so unfassbar hilfreich. Ich habe keine Ahnung, auf was das hindeutet. Weil schon wieder Türen sind, würde Ja. ich vielleicht sagen, Doch, Postbote. Postbote. Ja, aber nur von den Türen her. Vielleicht, und mit dem Schiff, vielleicht ist es ein Postschiff, Das das sich könnte auch von sein. schlechtem Wetter nicht aufhalten lässt Ich und. mach's jetzt mal ganz kurz. Ich stimme einfach mal auf den Postboten. Zack. Und der Storby hat zwei, der Fjalk hat zwei Karten bekommen, die Stimme dir einfach mal zu. auf ein Bin Zimmer mir nicht hinweisen sicher, aber ich sollen. stimme dir einfach mal zu. Achso, das ist der. Auf ein Zimmer, okay. Ah, Auf ein im Alice im Zimmer. Wunderland-Zimmer natürlich. Strickleiter mit weißen Häschen Ja. und einen schwarzen Rabe. Rabe oder Krähe. Eher Aber Rabe. hier, das sieht Das, aus mit wie einer ein Schreibfeder im Tintenfass, oder? Tintenfass, genau. Das zeigt eigentlich auf die Also, Bibliothek hin. ja, würde ich auch sagen. Und ich bleibe jetzt tatsächlich auch bei Alice im Wunderland. Also, das ist für mich, auch wenn es dann, ne, mit Häschen und Strickleiter und, also Strickleiter ist nicht unbedingt, aber weiße Häschen, weist auch auf Literatur für mich hin. Also, würde ich da auch sagen, Ja. Bibliothek. Aber hier unten sind auch Raben abgebildet auf dem. Ja, schon, aber ich finde, das Tintenfass ist ein stärkeres. Weil der Ja. Spielleiter hat ja auch gesagt, dass teilweise auch einfach die Bilder abgebildet sein könnten auf den Ja, Karten. aber ich möchte jetzt erstmal die Bibliothek ausprobieren. Okay. Ich Ich möchte würde gerne, dass das die jetzt Bibliothek ist. so gern zustimmen, aber ich kann leider nicht. Komm, du spart ja nichts. Okay, habt ihr alle fertig gesetzt? Ja. Ja. Okay. Fangen wir an mal.
Ach komm. Ich bin auch nicht der Postbote. Nein. Ich habe übrigens vergessen, hier das Ding mal zu verschieben. Wir sind in Runde 3. So, dann haben wir hier einmal die Nonne. Ich schaue mal kurz im Entschluss. So sind wir schon in Runde 3. Wir sind in Runde 2. Jetzt, okay. Also jetzt, wenn das hier fertig ist, dein Gehuu, ja. Dann sind wir in Runde 3. Richtig. Leider kein Zusatzpunkt dafür. Und dann haben wir hier die Bibliothek. Falsch. Ein Zusatzpunkt für Lila. Okay. Ah, der Geist, der bekommt Kopfschmerzen, wenn er euch zuhört. Entschuldigung. So, dann darf ich mir jetzt die Nonne nehmen, ja? Richtig. Ups. Die Spieler bekommen Kopfschmerzen, wenn sie versuchen, dem Geist seine von Alkohol durchzogenen komischen Visionen zu deuten. Ja, wahrscheinlich. Okay, jetzt glaube ich auch. Okay, jetzt wird's ja richtig verrückt hier. Ein Leuchtturm, ein Weihnachtsbaum auf einem Pfahl. Vielleicht ein Speer im Wasser oder ein versunkenes Schiff, wo der Mast noch rausguckt mit einer Piratenflagge? Und das auf dem rechten Bild. Keine Ahnung, was die da machen auf dem Dach. Ob die da vielleicht irgendwas an Symbolen zu sehen. Symbole sehe ich keine. Also bei dem Polizisten haben wir eine Kaffeetasse, einen Stift, ein. Der Polizist bin ich Abzeichen. Ja nicht. Zeichen. Wieso? Du hattest doch nicht der Polizist. Ja, du hattest Ach, doch nee, Nonne ich hatte auf die Nonne und Postmann. Oder auf den Postboten. Also Polizist oder Musiker kann ich immer noch sein. Die anderen zwei Karten müssen wir ja jetzt auch noch bedenken. Es sind ja noch nicht weg. Also inwiefern passen diese vier Karten zusammen? Was haben die vielleicht sogar gemeinsam oder so? Wir haben hier irgendwelche Türme, wir haben Türen, wir haben Fenster, wir haben Schiffe. Also Gebäude sind eigentlich Gebäude. Allgegenwärtig, Wasser. Bis auf dem einen. Und Wasser teilweise. Schiff kommt auch zweimal vor, mehr oder weniger, wenn das hier wirklich ein Mast ist von einem Schiff, der hier aus dem Wasser ragt. Fenster und Türen, Eingänge. Ja, ihr Maler oder was machen die da? Vielleicht, keine Ahnung, entweder sie malen oder sie schrubben Schnee vom Dach, ich weiß es nicht. Wobei das weniger nach Schnee aussieht. Das ist nichts, was mich irgendwie in Richtung Polizist bringt. Also ich würde sagen Musiker, weil Leiter, Tonleiter. Leiter, Tonleiter. Ich hatte jetzt gerade gedacht an... Ich musste gerade lustigerweise denken an vier Jahreszeiten, weil hier ist, sagen wir mal, eine Jahreszeit, der Herbst, und hier wäre eine der Winter. So auf der mit dem Weihnachtsbaum. Was bringen uns die? Nee, vier Jahreszeiten habe ich dann halt so gedacht. Da gibt es ja ein Lied... Vier Jahreszeiten. Deswegen bin ich in Richtung, genau. Okay. Deswegen bin ich in Richtung Musik gerade so ein bisschen gekommen. Und ich glaube, da ich nicht so wirklich irgendwie, glaube ich, weiter in Richtung Polizist komme, versuche ich jetzt einfach nochmal auf gut Glück und ich sage, ich bin der Musiker. Ihr habt übrigens auch noch Karten bekommen. Ja. Würde ich ja zustimmen, wenn ich könnte. Ich werde dir zustimmen, weil ich denke, das ist richtig. Okay. Was haben wir hier denn? Kinder. Sollen das Kinder sein? Menschen, die an einem... Menschen? Richtungs... Die sitzen an einem Scheideweg. Ja. Mit Wegweisern in verschiedene Richtungen vor einem Hölzer. Was ist das? Aber hier sind... Ein Papierflieger. Da ist aber auch ein Buch. Und eine Tür. Was ist...
Das Ganze ist Was? Ein Band oder? Und das hier ist, glaube ich, ein Briefumschlag, der mit so einem roten Wachssiegelchen versiegelt ist hier oben in der Ecke. Der aber auch, glaube ich, in einem Buch mit drin liegt. Aber Bibliothek. Wenn ja. Ich hätte jetzt von der unteren Karte her vielleicht eher Richtung Bibliothek getippt, aber die obere Karte hat irgendwie so gar nichts, finde ich, mit Bibliothek zu tun.